Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar in diesem Video geht es um dieses Bouquet. Das ist Loose Watercolor. Also es ist mit Aquarellfarben gemalt, ein bisschen moderner als so das Verstaubte, was man so kennt. Und die Farben, die ich dafür benutze, das ist die Palette. Die stelle ich dir gleich nochmal in dem Video dann separat vor. Ich male auf diesem Block hier, das ist der Artesa Aquarellblock. Ich zeige dir mal von außen. Der ist grau mit Ringbuch. Also als Ringbuch quasi, so der wird benutzt. Und Pinsel habe ich Größe 2 und 6, das erwähne ich gleich nochmal in dem Video. Allerdings habe ich nicht erwähnt, welche Firma das ist. Und zwar, es ist jetzt unbeauftragte Werbung, ne? Die habe ich natürlich selber gekauft. Aber wenn es jemanden interessiert, das sind hier Da Vincis, Rotmaler Kolinsky, ne? Heißen die? Ne, Kolinsky Rotmaler, ja gut, das gleiche nur halt andersrum. So, und ich habe hier drei Pinsel in der Hand, weil ich nämlich am Ende, falls du dich wunderst, noch einen dritten Pinsel benutze, und zwar so einen ganz kleinen Mini-Detailpinsel. Brauchst du aber nicht unbedingt, kannst du auch mit dem Zweier machen. Ja, das war zu den Pinseln. Und was die Farben angeht, ich habe im Video, also ich habe es jetzt schon vertont, quasi, und das hier nehme ich im Nachhinein auf. Da ist es nämlich so, dass ich über Farbe rede, allerdings nur über die Akademie und Toradim, die ich da drin habe. Ich habe allerdings in meinem Kasten, den ich mir quasi so mit meinen Lieblingsfarben so erstmal noch so zusammengestellt habe, habe ich auch Winsor & Newton und Van Gogh. Also es sind wirklich kunterbunte verschiedene Hersteller, die ich da alle vereint in meinem Kasten habe. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, weil einmal ausgepackt und da reingetan, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, was ist. Ja, ich denke, die Farben, die sollen dir nur als Orientierung dienen, dass du so ungefähr weißt, welche Töne ich so benutzt habe. Du kannst natürlich auch dieses Bouquet in völlig also anderen Farben machen. Das bleibt dir überlassen, was du gerne schön findest. Was du gerne schön findest, ja, egal. Ja, also ich werde dir gleich nochmal die Namen genau sagen und leider weiß ich die Firma nicht mehr dazu. Aber ich hoffe, es macht dir nichts aus und du hast voll... Upsi! Meine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Geile Nummer. Scheiße. Okay, ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen was mitmachen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Ciao, ciao. Als erstes brauchst du natürlich Farben und ich werde dir jetzt einmal kurz vorlesen, welche ich benutze. Das ist einmal das Sienna Natur Chinesisch Weiß, Pyrrhelin Grün, Olivgrün, Indigo, Heliocolin, Coelin, ja genau, Elfenbeinschwarz und Pyrrhelin Rot. Ich hoffe, ich habe das alles gut ausgesprochen. Ansonsten benutze ich materialtechnisch noch den Geli Rollpen, ein Feinliner, Bleistift und Knetradiergummi. Pinsel Größe 2 und 6 und ich starte hier mit der Skizze. Leider kann ich nicht so schnell reden, wie das Video ist. Okay, also ich skizziere mir hier nur sehr grob, wo, an welcher Stelle ich große und kleine Blüten haben möchte und wo so ein bisschen Grünkram hinkommt und ein paar Beeren. Das ist so die grobe Skizze, die ich dann mit diesem Knetradiergummi, daraus mache ich mir immer so eine schöne Wurst. Und diese Wurst rolle ich dann einmal so über das Papier. Damit nehme ich das, was am Bleistift da ist, so das Überschüssige nehme ich dann ab. Und ja, ich sehe aber trotzdem noch so ungefähr so eine kleine, ja, so ein Guide habe ich mir dann quasi damit erschaffen. Jetzt mische ich die Farben zusammen und zwar nehme ich da das Sienna Gelb. Also Sienna Natur nennt sich das und mische das mit dem Chinesisch Weiß, um so ein ganz, ganz helles Cremegelb zu bekommen. Und ich bereite mir hier auf der Palette die Farben alle schon mal vor. Das Pyrrhelin Grün, das benutze ich pur. Das habe ich mir jetzt hier so auf die linke Seite der Palette geknallt, wo ich immer das Grün habe. Dann Indigo auch in pur. Und dann noch so ein kleines bisschen vermischt mit dem Heliocolin und Weiß. Also da mache ich mir ein, ja, ein etwas fröhlicheres Blau und auch heller. Ich finde, das Indigo ist manchmal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so eine leicht depressive Farbe. Also die ist so dunkel und so gedeckt. Und ja, deswegen habe ich bei dem helleren Ton noch ein bisschen von dem Heliocolin mit reingemacht, also einem kräftigeren Blau. Dann das Pyrrhelin Rot, das habe ich mir auch pur angemischt und das Olivgrün, da kommt dann auch noch ein bisschen Chinesisch Weiß zu für so ein helles Grün.
da verliere ich mal gerade kurz den Pinsel. Passiert. Passiert mir übrigens ziemlich oft. Ja. Ah, ja, genau. Und da nehme ich jetzt noch ein bisschen mehr von diesem Helio. Also von diesem kräftigen Blau. Ich finde diese Bezeichnung teilweise, die sind ja echt total schwierig auszusprechen, ja, diese Farbbezeichnung. Ja, ich habe hier verschiedene Marken. Ich habe meinen Kasten mit Akademiefarbe gefüllt, mit diesem hochwertigeren Horadem heißen die, glaube ich, von Schminke. Ne? Diese Namen, die habe ich manchmal so abgespeichert, aber okay. Ich fange schon wieder an abzuschweifen. Also kommen wir zum Punkt. Ich fange an mit dem Sienna Weiß. Und dafür mache ich in der Mitte die Farbe etwas kräftiger und dann tunke ich den Pinsel nur noch in Wasser und verteile so den Rest, dass es so gerade eben so, ja, so ein auslaufendes, helles Sienna wird. Nach diesen drei Rosen, die ich jetzt gesetzt habe, an die Stelle, wo große Blüten hinkommen sollten, mache ich jetzt mit dem Hellblau, was ich da gemischt habe, mache ich so kleine Blüten. Ziemlich einfach mit so Pinseltupfern sozusagen und setze in die Mitte das pure Indigo als Stempel. Das siehst du auch gleich, das ist nass in nass noch. Also ich achte darauf, dass sich das Dunkle quasi noch in die feuchte Farbe reintunke und dann verteilt sich das so schön von alleine. Ja, dann male ich mit dem Rot, mit dem puren Rot dicke fette Beeren. Recht gleichmäßig verteilt auf dem Papier. Das ist alles so, ja, so in diese Bereiche, wo ich mir das halt skizziert habe, dass da halt kleine so Füllelemente reinkommen. Ne? Also Hauptelemente, jetzt so eher diese Füllelemente und ja, das mache ich jetzt mit dem Rot. Und dann kommt das helle Oliv, was ich mir angemischt habe mit dem Weiß. Und jetzt setze ich drumherum überall so einfach mal ein paar Blätter. Diese Blätter, die sind auch nicht kompliziert oder so. Das ist einfach mit dem Pinsel von leicht in festeren Druck, also leichter Druck, ein bisschen festerer Druck und wieder leichter Druck, damit das so eine, ja, so eine Tropfenform ist. Und dann nehme ich mir das pure Indigo und mache da, wo ich finde, dass noch ein paar Blätter hinkommen sollen quasi, nur halt eben nicht mehr so helle, sondern mehr so ein bisschen dunklere, die setze ich dann drumherum auch. Ja, das sind die Blätter und mit dem Indigo fülle ich jetzt quasi die Lücken, die da so mittig eher so entstanden sind oder auch zwischen den Blüten. Mit so kleinen Ästen, die auch mit kleinen Blättern ausgestattet sind. Und die gucken jetzt auch teilweise aus diesem Strauß raus, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Yeah. Manchmal ist es ja schwer, gar nichts zu sagen. Ja, da, also ich verliere öfter den Pinsel, wie du siehst. Das ist irgendwie so eine. Wenn es zu locker wird, dann fällt der Pinsel. Ja, alles, was ich so das Gefühl habe, was jetzt so ein bisschen zu hell ist und zu weiß ist, das fülle ich jetzt mit schönen dunklen Indigo-Beeren. Und dann kommt auch schon das Schwarz zum Einsatz und zwar in den kleinen, helleren Blüten als Stempel nochmal, weil das Indigo leider nicht so gut gedeckt hat. Das ist zwar schön verlaufen, aber es hat mir noch nicht so richtig gereicht. Und mit dem Schwarz mache ich auch die Verbindung zwischen den Beeren und den Blättern, dass alles so ein bisschen so als nicht nur so dahingeklatscht aussieht, sondern schon irgendwie eine Verbindung hat als Sträußchen sozusagen. Von, ich sag mal, oben fotografiert oder so. Wenn man sich das jetzt als echten Strauß vorstellen würde. Ja, und mit den Verbindungen kriegt das Ganze so, ja, so ein Strauß-Effekt eben, ne? Jetzt nehme ich den Gili Rollpin, den finde ich ganz toll, um so im Nachhinein diese Highlights zu setzen. Natürlich kann man auch vorher schon aussparen, oft ist es aber so, dass mir das nicht so gut gelingt, deswegen nehme ich dann mir so einen Gel-Roller dann zur Hilfe
Und mit dem bin ich recht zufrieden. Den kann man auch noch mit Wasser verteilen. Das geht. Also das ist kein Acrylmarker, sondern das ist wie so ein Gouache-Marker, dieser Gellipen. Und mit dem schwarzen Feinliner ziehe ich jetzt noch die Blüten dieser Rose nach, weil ich finde, die sehen noch so ein bisschen ausdrucksarm aus, um hier so ein bisschen mehr Struktur und Details reinzubekommen. Ja, und auch die ganz hellen Blätter, die bekommen jetzt noch so ein paar Äderchen. So finde ich, kriegt dieses ganze Bouquet so ein bisschen mehr Lebendigkeit. Ja, und dann bin ich auch gleich hier durch, sozusagen. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, ich sag mal schon mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, du hattest Spaß mit diesem Video und es hat dir Freude gemacht, mitzumalen. Wenn du dein Werk gerne teilen möchtest auf Instagram oder so, dann wäre es toll, wenn du mich verlinkst. Ich würde mir das auch gerne ansehen, was du daraus gezaubert hast, aus dem, was ich hier so angeleitet habe. Und worüber ich mich sehr freuen würde, wäre ein Feedback schon alleine zu diesen Videos, damit ich weiß, ob ich so weitermachen soll oder ob es da irgendwie was gibt, was ich verbessern könnte, wie zum Beispiel die Vertonung oder sowas. Wenn da irgendwie was schrebbelt oder so, weil ich weiß nicht genau, wie das bei dir dann so ankommt. Das wäre ganz cool, wenn du mir dann Feedback geben könntest. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial, hoffe ich. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bye, bye.